Also mir persönlich macht das Kämpfen teilweise auch richtig Spaß. Weil ich nicht auch deutlich, dass das Trainingseffekt hat und so. Ah, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Deshalb, ne? Seht es mir ein wenig nach, wenn es euch stört. Und wenn euch das nicht stört, dann ist es gut. Und wenn euch das sogar auch Freude bereitet, dann ist es noch besser. So, jetzt wollte ich mal eben gucken, was die hier sagen, wenn ich hier reingehen will. Eine Menschenfarm. Wir sollten uns lieber fernhalten. Ja, genau. Irgendwie sowas hatte ich erwartet. Moment mal, da oben war noch was. Auf der Karte sieht man das. Was ist das denn? Gehen wir mal gucken. Todadok. Also erstmal haben wir hier noch einen Hund. Das ist schon mal gut. Schiffsrundfahrten. Kleff. Ist ja kein Wow, ist ja ein Kleff. Ich weiß nicht, wie macht man das? Oh, das ist Binky. Sie ist so niedlich. Ein Wanderer. Von hier aus gelangt man anscheinend mit dem Boot zum Todageysir. Okay. Was auch immer das ist. Also, was ein Geysir ist, weiß ich jetzt so. Aber, ne? So. Candy. Hallo, willkommen bei den Schiffsrundfahrten zur Todainsel. Das ist der bequemste, nun, der einzige Weg, den Todageysir zu besuchen. Eine Rundfahrt kostet 200 Gold. Möchtet ihr das Boot benutzen? Ich verstehe. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch. Nein, wir müssen zum Hakonesia-Pass. Ich glaube nicht, dass der auf einer Insel zu finden ist. Nee. Deswegen suchen wir weiter. Oben ist die Menschenfarm, Haus des Heils. Also wir rennen gerade irgendwie ein bisschen planlos durch die Gegend, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Naja, ist ja auch egal. So, Moment, ich mache jetzt den Bogenschützenknopf hier. Dass der uns hier nicht nervt. Jawohl, genau. So. Unisono-Attacke sparen wir uns jetzt gerade mal. Flupp. Ja, ja, so. Wir haben jetzt Mana voll, dann können wir jetzt auch mal wieder heilen. So, einmal uns, einmal ihn, einmal ihn. So. Jawohl. Ah, sorry. Es passiert immer wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Tut mir leid. Kommen wir da vorbei? Ach, da kommen wir nicht vorbei. Das ist so ätzend. Und wir können nicht in den Fernsichtmodus, wie auch immer ihr heißt. Fernmodus, einfach nur Fernsichtmodus, weiß ich nicht. Können wir nicht wechseln. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gezeigt haben. Es gibt auch Flucht. Da müssen wir halt eine Weile hier ausharren. Und dann laufen wir weg. Also das geht auch. Das heißt, man muss tatsächlich nicht alle Kämpfe kämpfen. Ich glaube, das geht nur halt bei so wichtigen, story-relevanten Kämpfen nicht. Nun ja, so. Ach du meine Güte, immer diese rasenden Waschlappen da. Unbelievable. So, ich will jetzt aber mal hier Stoneblast lernen. So. Schade, geht es gerade nicht. Dann machen wir hier so einen Nahkampf noch platt. Jawohl. Sehr, sehr gut. Ich meine, da oben wäre das schon. Also schon ist gut, aber da oben. Ne, da seht ihr den Berg und da seht ihr so einen Pass. Das dürfte er sein. Aber das könnte schon weit weg, muss ich mal sagen. Nein, 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 nein. Ja, der Hakonesia-Pass. Oh, jetzt habe ich vergessen zu speichern.
Das holen wir mal lieber schnell nach. Nicht, dass wir nachher den ganzen, oder ich, den ganzen Weg nochmal laufen muss. Außerdem das letzte Speichern auch schon wieder 15 Minuten her. So. Das Wetter ist so schön. Perfektes Reisewetter. So. Wenn ihr Passagierscheine wollt, das macht 100 Millionen Galt pro Person. Da heißt übrigens Kottern oder Kappen vielleicht auch. Was? Was soll das für ein Preis sein? Das ist ein Wucher. Ruhe, Junge. Damit du es weißt, ich hasse Männer. Das bedeutet, dass sogar die Pilger der Kirche von Martell hier nicht passieren können. Oh, was für eine Schönheit. Wenn du auf Pilgerfahrt bist, solltest du die Ruinentour von Asgard im Reisebüro in Asgard buchen. Hey, du steckst mit der Reiseagentur unter einer Decke. Oh, halt den Mund. Wenn du kein Geld hast, dann raus hier. Hm? Das ist eine sehr alte Schrift. Oh, meine wunderschöne Maid, du hast ein gutes Auge. Das hier habe ich von der Auserwählten abgekauft. Es ist eine sehr alt, sehr seltene Schrift, die die Legende des Spiritua enthält. Ich versuche schon seit Jahren an dieses Buch zu kommen. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, dass Doa es jemals hergeben würde. Ich kann mich glücklich preisen, dass die Auserwählte bereit war, sich davon zu trennen. Gib es uns, oder lass uns zumindest mal reinsehen. Du beliebst zu scherzen, warum sollte ich es euch zeigen? Ach komm schon, Colette ist die Auserwählte. Nö, das ist falsch. Ach komm schon, Colette ist die Auserwählte. Oh je, der kriegt dauernd Schläge, der Junge. Halt, sonst halten sie uns noch für Betrüger. Die außerordentliche Anhängerin der Auserwählten. Sie möchte die Gegenstände sehen, die der Auserwählten gehört haben. Colette ist eine treue Anhängerin und versiert in der Sprache der Engel. Genau, das stimmt. Ich habe die Sprache von klein auf studiert. Nun, wenn es für euch so wichtig ist, dürfen die Jungfrau und die Schönheit einen Blick darauf werfen. Mehr als alles andere in der Welt möchte ich die Spiritua-Statue besitzen, die im Haus des Heils ausgestellt ist. Wenn ihr sie mir bringt, zeige ich euch das Buch. Du bist so geizig, als ob es dich etwas kostet, uns einen Blick in das Buch werfen zu lassen. Halt den Mund, verschwinde von hier, wenn du weder Geld noch die Statue hast. Oh je. Hätten wir am besten da das Team der Auserwählten vorher verprügelt. Hm? Was ist los? Oh, du weißt es nicht? Ihr würdet gut daran tun, eine Weile hier zu warten. Ihr solltet euch auf jeden Fall von Palma Costa fernhalten. Ist in Palma Costa etwas vorgefallen? Die Designs scheinen auf dem Vormarsch nach Palma Costa zu sein. Was? Der Leiter der nahegelegenen Menschenfarm soll auch unter ihnen sein. Merken wir es. Ich werde hier warten, bis die Dinge sich etwas beruhigt haben. Ihr solltet auch für eine Weile euer Reisen einstellen. Nee, ganz sicher nicht. So, wir wechseln zu Lloyd, damit wir volle Pulle reinhauen können. Ich würde sagen, auf dem... Mist, ein Lob für Lloyd! Ja, wir machen gleich mal Halt im Haus des Heils. Holen wir direkt die Statue, wenn das irgendwie geht. Was hat dieser materialistische Typ nur für ein Problem? Oh meine Güte. Was, Professor? Ich kann nicht glauben, dass du das Wort materialistisch kennst. Professor. Und du hast es sogar richtig angewandt. Einfach fantastisch. Sie müssen mich nicht so loben. Aber das ist ein Wunder. Ich werde schon ganz rot. Lloyd, die nimmt dich auf den Arm. Halt die Klappe. Aua. Ach ja, die zwei. Ein Herz und eine Seele. So. Weiter geht's. Ja, also, wir machen vorher Halt. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob wir... Ach du meine. So.
ob wir das jetzt schon kriegen. Bin ich nämlich nicht ganz sicher. Ehrlich gesagt erinnere ich mich da schon fast gar nicht mehr dran, ob wir da irgendwas für tun mussten, um das zu kriegen. So. Ja, machen wir das mal eben fertig hier. Langsam wird meine Stimme irgendwie auch wieder kratzig. Sorry. So. Ach, schon wieder ein Level. Sehr schön. Dann können wir ja auch bald die erste Trainingsfolge machen. Die ich dann ja... Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich denke, vielleicht werde ich zwei Play... Oh, sorry, falscher Charakter. Zwei Playlisten anlegen oder so. Einmal mit und einmal ohne Bonusfolgen oder so. Und die werde ich dann immer mit A und B benennen, glaube ich. Also Folge... Ich weiß nicht, bei welcher wir gerade sind. Nehmen wir mal als Beispiel 10. Jetzt sind wir zwar schon drüber hinaus, aber dann eine Trainingsfolge, die nach der 10. dann kommt, nenne ich dann 10a oder so. Ich glaube, so machen wir das. Dieser sieht aus wie Karamell. So ein schönes Fell. So, dann gehen wir mal eben in der Statue gucken. Oh. Love it, Light. Mist, ich hab's jetzt nicht. Nein! Denkt's euch gesprochen. Ich dachte, das wäre zum Wegdrücken. Ich würde sagen, wir sprechen mit ihr. Hey, wofür betest du? Ich möchte, dass alle gerettet werden. Nun, das ist eine nette Idee. Halt den Mund! Ich heiße Lloyd, und du? Was? Lloyd? Ah, ich bin Colette. Ich bin noch unerfahren als Auserwählte, aber ich verspreche, ich werde mein Bestes geben, um die Welt zu erneuern. Ich habe euch nie nach euren Namen gefragt. Oh, du hast recht. Tut mir leid. Ich werde dich töten. Ich weiß. Aber vielleicht können wir in einem gemeinsamen Gespräch eine Lösung finden. Hörst du mir eigentlich zu? Ich höre zu, aber, liebes Fräulein Mörderin... Shina. Shina Fujibayashi. Shina, du hast gebetet, wenn man betet... Nee, Entschuldigung. Shina, du hast gebetet. Wenn man betet, dann wachsen der Seele Flügel. Ich bete auch. Ich bin sicher, dass wir uns verstehen werden. Ich habe darum gebetet, dich töten zu können. Vergiss es, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Du solltest dich auf den nächsten Kampf gefasst machen. Ein Augenblick, da klingelt das Telefon. So, das war ein sehr interessantes Gespräch. Also ich meine jetzt hier im Spiel, nicht am Telefon. Aber, also das hier ist doch das Haus des Heils, oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ah ja, da ist der Dingens. Und das ist noch so ein Dinger. Die Dinger, so ein Reisender. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Statue, die dort ausgestellt ist. Oder bilde ich mir das nur ein? Die Statue des Spiritur? Ja, diese hier. Allerdings ist der Priester momentan nicht da. Kommt also später wieder. Das ist der Priester, du Idiot. Hä? Du bist doch Priester? Ach, Mann. Gut, dann müssen wir anscheinend warten und dann nachher wiederkommen, wenn wir mit Palmo Costa fertig sind. So. Falsche Richtung, wir müssen hier runter, ne? Ne, falsch, da runter. Ah. Da ist die Brücke. Ey, nee, es kann doch nicht wahr sein, dass die hier immer so lang rennen. So. Machen wir die mal kalt hier eben. So schwer dürfte das nicht sein, da sind wir jetzt nicht so die Meister im Kämpfen. Wir haben die ja schon öfter getroffen, also zumindest diese Art von Gegner.